Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Pokémon Arceus. Wir versuchen jetzt die ganze Welt zu vernichten, weil die kleinen Penner meinen, die können uns verarschen. Nein, Geschmarre. Wir schauen jetzt mal, was wir machen können. Ich denke mal, der Buku, der macht das nicht wirklich absichtlich. Nun, wohin gehen wir? Achso, ich kann ja eh nur da hingehen, oder? Diamantmittel. Du möchtest alle Siedlung zurück? Ich bringe die Hand und drehe noch hin. Nein. Anleitung für dich. Dafür brauche ich aber einen Zähpilz. Ah, ja, da drüben war der. Muss mich echt angreifen? Ich bin mal gespannt, was jetzt abgeht. Achso, da konnte ich vorher nicht rein. Deswegen, ich wusste doch, da ist irgendwas. Hier soll früher einmal ein Vulkan existiert haben. Als er ausbrach, entstand ein riesiger Krater, an dem sich mit der Zeit Wasser sammelte. Und so wurde der See der Wahrheit geboren. Das Pokémon Vesprit wacht über diesen See. Als es flog, lernten die Menschen das Glück und die Trauer des Lebens kennen. Zumindest erzählt man sich das. Dass ein Arceus-Fohn scheint auf irgendwas zu reagieren. Aber was, eben war diese Höhle noch nicht da. Ist das also dieses Arceus-Fohn, von dem der Professor erzählt hat? Eine Höhle, die wie aus dem Nichts auftaucht, was uns darin wohl erwartet? Fräulein Kogita sagte, dass du den Pokémon, die über den See wachen, deine Stärke beweisen musst. Das klingt, als stünde dir eine Herausforderung bevor. Alles klar, Mann, den Metzel mir weg. Die Luft hier drin ist förmlich geladen vor Anspannung. Was soll das? Das schaut irgendwie cool aus. Ein Pokémon mit einem bedrohlichen Aura erwartet dich. Du hast gemeinsam mit deinem Pokémon die Königin und Königin Fuisui besänftigt. Wenn jemand gegen diese Pokémon bestehen kann, dann du sind sowas. Kann ich die aber auch fangen? Das interessiert mich gerade viel mehr, Mann. Und warum ist es eine verdammte Schnecke? Wird Wasser sein, oder? Oh. Gone. Ist das ein Original-Pokémon oder ist das ein neues nur für das hier? Los, Raichu. Die Musik ist ganz lustig. Wie ist Kongon? Refugium. Verteidigung steigt, ne? Oh ja. Rauchwolke gehüllt. Kann das sein, dass ich das wirklich fangen kann? Vielleicht was anderes nehmen, so nicht sehr effektiv. Fuck. Der macht natürlich jetzt irgendwas. Und tschüss. Oh. Raichu verfehlt. Hydropumpe kann der. Vielleicht Relaxo. Ich bin halt nicht sieht wegen der Kamera, ne? Eisenschweif. Oh, das ist stark.
Defensivkraft geht runter. Nicht sehr effektiv, sehr effektiv. Okay. Also ist das sowas wie ein Wasser-Pokémon, ne? Ah, komm, Alter. Sehr gut. Hopp, noch einmal. Nicht sterben. Vielleicht kann ich dich... Vielleicht kann ich dich fangen. Ach komm, Alter, dass Paralyse nur 3 Runden hält, ey. Bei meinen halt's ewig. Aber ich kann sie scheinbar fangen. Kann ich es mit Gardevoir einlullen? Sehen wir gleich. Na, könnte sowieso uns. Ach komm, Alter, der killt jetzt mal Viech, ne? Ja. Ja, wenn ich schon versuchen kann, dann will ich es auch schaffen. Halt, Leute, Raichu lebt ja noch. Drachenpuls. Was hat denn der für Attacken? Hydropumpen, Ruhe und Risikotackle. Versuchen wir Zentnerball. Wir probieren es ein bisschen und dann versuchen wir es, wenn Ding down ist, versuchen wir es mit Raichu. Wenn man paralysieren, müsste es eigentlich funktionieren. Dazu opfer ich opfer jetzt den Mantax, ist mir egal. Ansonsten kann man ja sowieso locker jetzt noch platt machen. Egal, wen wir nehmen. Das Ding ist, er darf jetzt bloß kein... Warum darf ich jetzt zweimal? Geht nicht, hä? Einmal noch, dann greifen wir an und machen Plattgar. Oh! Es ging doch. Okay, wir können diese Pokémon fangen. Geil. Wenn man euch beim Kämpfen beobachtet, kommt man das Gefühl, dass Menschen an der Seite von Pokémon alles erreichen können. Das ist wirklich erstaunlich. Du nimmst eine mysteriöse Präsenz wahr. Wies? Oh, das schaut cool aus. Vesprit in der Wahrheitsgrotte. Was ist das? Ich will das auch haben. Deine Gefühle, teile sie mit mir. In Ordnung. Wie fühlt es sich wohl an, so mit einem Pokémon im Zwiegespräch zu sein? Was verspürt dein Herz, als du auf Hisui herabgefallen bist? Ich war aufgewühlt. Wie fühlt es sich an, deine Reise an der Seite von Pokémon zu bestreiten? Es hat Spaß gemacht. Was ging in dir vor, als du dich vor einem Menschen des Demand und des Pyclans austauschtest? Die Welt ist groß. Was fühltest du, als die Galaktik dich vertrieb und dich alleine umherwandern ließ? Ich war frustriert. Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf das du die Welt bindest. Ich will lieber dich haben, Alter. Vater, pfeif auf die Welt. Was ist das Brief? Das ist eine alte E-Mail. Du erhältst einen Vesprit-Feder.
Feder beweist seinen Abschluss der Prüfung des fühlenden Wesens Vesprite, das im See der Wahrheit lebt. Sie ist nötig, um die rote Kette herzustellen. Mies. Du bleibst aber da, ne? Ich kann dich... Ey, hör auf wegzulaufen, ich will dich haben. Verdammt. Du hast mit diesem Pokémon kommuniziert, oder? Aber ich habe kein Wort davon mitbekommen. Ich finde das ja mehr als seltsam. Doch jemand, der aus dem Himmel gefallen kam, ist solche Kuriosität wohl gewohnt. Bleibt noch der See der Kühnheit und der See der Stärke. Warum bin ich eigentlich mit der Perla da unterwegs? Aber Alter, ich will das andere Pokémon jetzt gleich nutzen. Ey, Mann, das hat Drachen-Ding gehabt. Ist das ein Drache im Wasser? Wie es aussieht, hattest du Erfolg in sowas. Du kennst dich gut mit diesen Dingen aus. Als Händler lernt man nur auf seiner Reise wohl viel. Ja, das tue ich in der Tat. Sicher liegt es zum Teil an meinem Dasein als Händler. Andererseits bin ich aber auch schlichtweg sehr neugierig. Mich interessiert, was in der Vergangenheit passiert ist und uns in die Gegenwart führte. Oder es, um es präziser auszudrücken, ich möchte herausfinden, wo meine Wurzeln liegen und wohin mein Weg mich führt. Das möchte ich auch wissen. Immerhin hieß es, dass unsere Vorfahren sich auf dem Boden niedergelassen haben, auf dem sie das ehrwürdige Sinnoh erblickten. Und bis heute hat es sich uns nicht wieder gezeigt. Dabei handelt es sich zweifelsohne um wichtige Fragen, doch ich befürchte, sie müssen warten. Wir sollten jetzt zu Fräulein Kogita zurückkehren, in Ordnung? Gut, ich bin gespannt, was sie da zu dem zu sagen hat. Oh, ist das etwa ein Vesprit-Feder? Die alte Überlieferung sind also wahr. Das bedeutet, dass die rote Kette ebenfalls existieren muss. Verzeihung, Gogeta? Wieso kann der Gegenstand der Pokémon die unseren Geist verkörpern? Wieso kann die rote Kette Welten binden? Wozu? Deine Zweifel zeigen, dass du nicht auf den Kopf gefallen bist. Du bist nicht umsonst Oberhaupt. Ohne unser Geist wäre uns überhaupt nicht bewusst, dass der Riss größer wird und die Welt womöglich zu Ende geht. Man könnte andersherum auch sagen, dass die Welt nur existiert, weil wir durch unseren Geist in der Lage sind, Zeit und Raum wahrzunehmen. Die rote Kette ist sozusagen ein Instrument, mit dem wir die Welt richtig sehen können. Was soll das heißen, dass der Geist zuerst da war oder dass die Welt zuerst da war? Das ergibt doch keinen Sinn. So sind Legenden nun mal. Sie erklären uns die Welt auf unverständliche Weise. Es bringt uns dazu, selbst mehr nachzudenken über das ehrwürdige Sinne und über die Welt, in der wir leben. Genau, Legenden sind schon was Feines. Na gut. Jetzt müssen wir ja das alles nur noch zweimal wiederholen, um in den Besitz der roten Kette zu gelangen. Du klingst so selbstgefällig wie jemand, der selbst nicht viel beizutragen hat. Oder trifft unbekümmert besser zu? Du hast dich immer noch nur angeschlossen, um die Gier nach deinen alten, nach der alten Ruinen zu befriedigen. Jetzt müssen wir erstmal austauschen gehen. Wo ist der? Da. Stahldrache. Alter. Ach ja, stimmt, das Ding haben wir ja auch noch. Das wollten wir eigentlich auch mal anschauen, ne? Bericht. Oh, der schaut ja knuffig aus. Zorua. Den würde ich gern mitnehmen. Eisenschweif, Drachenfuß, Refugi und Hydropumpe. Hey, der ist schon sehr geil, ne? Bewegen. Wen tauschen wir dafür aus? Silvario? Nee. Der Relaxo ist schon sehr gut. Der hält halt fucking viel aus, ne? Raichu brauchen wir. Mantax ist eigentlich gut. Silvario können wir eigentlich austauschen. Der nervt nur. Ich weiß, er ist mein Start-Pokémon gewesen. Und ich tue dann vielleicht ein bisschen Unrecht, aber trotzdem. Sortieren. Immer noch das ganze Zeug. Der schaut ganz lustig aus. Und ein bisschen traurig. Und er schaut aus wie eine verdammte Schnecke. Also bei ihm kann ich Sachen kaufen, ne? Aber brauche ich eigentlich nicht.
Achso, ich kann auch in die anderen Regionen gehen, ne? Achso, da ist die uralte Siedlung. Haben wir diese Höhle da nicht sogar gefunden? Nee. Pokémon wechseln oder tauschen wir es? Da, warum lenkt er manchmal nach links, rechts oder so? Das mal porten wir uns einfach wirklich hier. Von der See ist eh da oben. Also ich bin ja gespannt, wie das neue Pokémon wird. Weil es wäre halt echt ein Rückschritt. Wenn die da jetzt halt komplett wieder viel zu viel ändern. Au. Ist auch noch nicht offen. See der Stärke auch Meerwasser enthält, allerdings weiß niemand, ob das an der geografischen Gegebenheit liegt oder ob ein Pokémon dafür verantwortlich ist. Pokémon Self wacht über diesen See. Als es erflog, erlangten Menschen die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Zumindest erzählt man sich das. Machen wir jetzt das bei jedem Ding durch? Ich weiß gar nicht, warum der dann immer wartet, also ich würde gleich hinlaufen und das gleich hinhalten. Das ist wirklich ein erstaunliches Gerät. Diese Höhle ist einfach wie aus dem Nichts erschienen. Ich frage mich, welche Pokémon da drin auf uns warten könnte. Oh ja, ich bin auch gespannt. Oh, ich habe jetzt einfach weggedrückt, sorry. Ich bin einfach nur gespannt, was da drin ist. Mir läuft es gerade eiskalt den Rücken runter, oder was ist hier wohl passiert? Oh! Mein Zorro? Okay, Zorro hat sich aus One Piece verlaufen. Ist das etwa das Fluchfuchs-Pokémon? Oh mein Gott, das ist ja einfach nur mega. Schaut euch das mal an. Wir opfern Raichu. Ich will schon mal hin. Ich weiß, könnte man wieder zum Friseur, aber Alter. Das ist einfach nur geil. Und Kraft der Blut ist halt für. Ah ja, dafür ist erst eine Rack geschmiedet. Offensiv kann. Oh fuck. Effektiv, effektiv. Dunkelklaue. Au! Okay, Relaxo dürfen wir ran. Unser Tank muss ein bisschen was besorgen hier. Knirscher ist sehr effektiv. Killen wird es dann nicht, aber man kann es ja nur probieren. Wow. Standpauke. Ja, er war sehr beeindruckt, hätte ich mal gesagt. Okay, er darf zweimal, der Penner. Achso, ja, Tempotechnik, ne? Alter, du gehörst mir, Mann. Du wirst mir so gehören, ey. Und wenn ich mal alle meine Pokémon opfern muss. Nein, Schmarre. Oh ja. Zoroark. Fast zu einfach, aber ist halt ein geiles Viech, Alter. Das Fluchfuchs-Pokémon. Als Kinder wurde uns immer erzählt, dass es vor fürchterlichem Groll erfüllt ist. Ja, der hat ziemlich stinksauer. Du nimmst deine seriöse Präsenz wahr. Ist das wieder derselbe oder ein anderer? Self! Ich will dich auch haben, Mann.
Komm her, kann ich die drei dann digitieren lassen zusammen? Ich fusioniere dich dann. Komm näher, damit ich dein Wissen auf die Probe stellen kann. Vardibi, Zubat, Icognito, Magneto und Zwirkler. Wie viele Augen hat an jedes von ihnen? Magneto hat 3. Zwirkler hat 1. Hier ist meine Antwort. Ich hab nicht aufgepasst. Ich dachte, die sagen mir das nochmal. Vardibi. Ich gucke nicht, du hast 1. Magneto hat 3, Zwirklop hat 1. Super hat 2. 2-1, 3-1. Aber Vardibi hat, glaube ich, auch was 1, oder? 2. 2-2, 1-3-1. Also 2. 2. 1. 3. 1. Vardibi wird bestimmt mehr, oder? Nein, gib mir die richtige Antwort. Verdammt. Ich weiß nicht, was Vardibi ist. Ich werde kurz nachschauen. Pokémon Vardibi. Oh, Vardibi hat 6 Augen. Ah, ich habe nicht gewusst, dass Vardibi Ding ist. Dass es diese Biene ist. Sechs, zwei, eins, drei, eins. Ich habe vergessen, was das eine war. Super. Ah, ich hab vergessen, wer der mittlere war. Das eins war sowieso immer falsch, ne? Alter, Mike, es ist spät. Mein Gedächtnis ist gerade voll im Arsch. Icognito. Icognito hat doch 1. Weil die Cognito kann aber mehrere haben, ne? Icognito. Ja, 1. Hä? Magneton besteht nochmal aus 3. Genau, Magneton hat 3 Augen. Zwirklop. Hat 1. Und Zubat? Ah, Zubat hat 0. Zubat hat keine Augen. Das war mein Fehler. Ich hab Zubat mit Golbat verwechselt. 6, 2, 0, 3, 1. Oh, fuck. Hä? Ah, warte, das zweite war super, ich Trottel. Ah, Gott. Wir werden heute irgendwann, wenn wir die richtige Antwort haben, wenn wir es nur aus Zufall zusammenbringen. 6, 0. Inkognito mit 1. 3. 1. Jetzt hat. Meine Güte. Self! Ich gebe dir einen Teil des Geistes, auf das du die Welt bindest. Noch eine alte E-Mail. Jetzt eine Self-Kralle. Na, ob Handy dann. Puh, bleibt noch einer.
Oh, war das dumm, ey.